Das Gefängnis der Alten heißt euch willkommen. Beeindruckt euren Aufseher, ja? Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge in der Arena hier, diesmal Arena 34 bei Destiny. Ich bin euer Alpha Chief und schon mal viel Spaß. Eurem Licht kämpft, gewinnt, bleibt am Leben. Wenn das nicht mal eine klare Ansage ist, aber das wissen wir ja sowieso. Doch diesmal möchte ich nicht nur auf Destiny eingehen mit dem Level 34, also sprich Arena 34, sondern ich möchte auch eingehen über die Gamescom, die ja seit Donnerstag läuft und Freitag auch noch ihre Runde hat, Samstag, Sonntag, also es geht tierisch ab. Und ich möchte, da ich ja leider nicht da bin und nur über YouTube mich informieren konnte und natürlich auch durch Mr. Venom, der jetzt live vor Ort, also ich nehme das jetzt an einem Donnerstag auf, also an dem ersten Tag, live vor Ort da ist und mir Bilder ohne Ende schickt, habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen, wie das da aussieht und vor allem durch die Videos, die ich gesehen habe, meine Highlights sind. Und vor allem möchte ich zum ersten Highlight ankommen, da haue ich sofort raus, nämlich Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich habe mir das jetzt angeguckt, es gab ein Video, ich glaube so ungefähr eine halbe Stunde war es, richtig sehr viel informativ. Ich meine, bisher war es auch informativ, aber das ist da die Info, die ich einfach nur wollte und brauchte. Es ging wieder darum, auf den Fokus, beziehungsweise den Fokus auf der Mother Base, eure Basis, sag ich mal, euer Heimatland, ne, wie man so sagen könnte, ich sag mal so, Metal Gear Kenner, die Reihe lieben, die Peace Walker gezockt haben, wissen, wie das eigentlich abläuft. Also ich meine, es ist ja jetzt im Prinzip ja nichts Neues. Wir kannten das ja schon auf Peace Walker oder in dem Titel, dass man Leute rekrutieren musste mit speziellen Fähigkeiten, gucken, was sie genau drauf haben, zum Beispiel, ob man mehr so ein Intel hat oder halt also wie nennt man das jetzt, also sag mal jetzt, die Waffen produzieren, F&E oder sowas. Muss man natürlich gucken, ob die da levelmäßig gut sind und ob sie eine Spezialisierung haben, was vielleicht hilft, um bessere Waffen herzustellen. Das konnte man sowieso schon vorher und das sieht jetzt nur natürlich viel geiler aus, dass man die Leute rekrutiert und ja, man kann auch direkt auf der Mother Base ja rumlaufen, was man ja natürlich nicht konnte bei Peace Walker, aber das sieht schon geil aus. Je größer ihr eure Mother Base habt, desto länger wird es, also desto länger wird es, sie durchzufahren oder durchzulaufen. Also man empfiehlt, durchzufahren, wenn die Mother Base richtig, richtig groß ist. Die haben auch gezeigt, wie ihr am besten was herstellt, wo ihr sie positioniert. Denn es war auch wieder dieser Fokus drin, dass Gegner, also Spieler außerhalb in eurer Basis eindringen können, was klauen können. Und da hat man diesmal nicht Snake genommen, sondern einfach einen Charakter aus eurer Basis, also ihr könnt ja wie im Peace Walker Teil einfach den Charakter, den ihr rekrutiert habt, benutzen für Missionen. Ihr könnt sie natürlich rausschicken auf Missionen, was auf Peace Walker natürlich ausging, ne, dass sie ihre eigene Kämpfe haben, mit dem Metal Gear zum Beispiel, also jetzt im Vergleich zu Peace Walker. Könnt ihr auch diesmal natürlich euren Charakter nehmen und dann natürlich auch auf der Mother Base da kämpfen lassen oder natürlich auf Missionen, wie gesagt. Das Schöne dran ist, diesmal bei Peace Walker war ja so, die ganzen einzelnen Charaktere zu modellieren, wäre vielleicht für die PSP zu viel gewesen. Die hatten immer eine Maske auf, also es war eigentlich im Prinzip immer derselbe Charakter. Diesmal haben die das natürlich so gemacht, dass der Charakter, den ihr wählt, also euren Rekrut, nicht immer die Maske auf hat, sondern ihr könnt sein Gesicht sehen. Ich weiß nicht, wie viele Gesichtsmodelle die haben. Wahrscheinlich eine Menge, aber natürlich nicht für jeden Einzelnen, ist ja klar. Wäre ja, glaube ich, auch zu viel zu modellieren. Auf jeden Fall ist das schon eine geile Sache, dass sie nicht eine Maske tragen. Und cool ist sogar, diese Fähigkeit, sag ich mal, oder diesen Bonus, dass ein außerhalb Spieler euch angreift, ne? Was bei Watch Dogs ja auch gab, kann man ausschalten. Also wer auf diese Nummer keinen Bock hat, muss es nicht machen. Das ist eine Funktion, die ich unbedingt haben wollte, weil, ich bin so ein Typ, ich lasse mir gerne Zeit, ich gucke, dass ich einmal alles erreiche, aber wenn ich zum Beispiel irgendwas gebaut habe oder was entdeckt habe, bin ich ja stolz drauf und würde mich total anpissen, wenn irgendein Charakter von außerhalb, der wahrscheinlich besser gelevelt ist als ich, mir alles von der Nase wegstibitzt.
da würde ich ja tierisch kotzen. Und wer weiß, ob ich das dann wiederfinde, ob ich das bauen kann. Ich weiß es ja nicht. Ihr findet einen super, mega, hammer, geilen Charakter random. Und irgendeiner klaut den euch. Wer weiß, ob ihr diesen Charakter wiederfindet. Weil ihr braucht ja diese Charakter mit Spezialisierung, um eure Motherbase groß zu halten, um dass sie stärker wird. Ist dann natürlich doof, wenn das einer klaut. Nachteil an der Geschichte ist, wenn ihr es abschaltet, die Motherbase wird natürlich langsamer größer. Solange ich nur diese Eingrenzung habe, dass sie langsamer größer wird, ist es okay. Wenn das jetzt heißt, ich schalte sie ab und die bleibt an einem gewissen Level stehen, so sagen wir in Mitte, und ich kriege nur mittelgute Waffen, ja, würde ich trotzdem kotzen. Ne? Nur mal so am Rande. Würde ich tierisch kotzen. Aber ich kann mir das so vorstellen, dass du irgendwie gezwungen sein wirst, diese Funktion reinzumachen. Naja. Aber gut, das war mein Metal Gear Highlight. Natürlich gibt es auch andere, was ich so auch, ja, gefeiert habe. Also, ich hau es jetzt nicht sofort raus. Gehen wir mal einfach zu Destiny ein. Es kommt hier der gefallene König. Kann man auch auf der Gamescom testen, zocken. Schon mal die ersten Waffen, die neuen Maps kann man schon mal ausprobieren. Gut, wäre für mich zwar ein Highlight, aber ich würde jetzt das nicht extra testen wollen. Wahrscheinlich, weil bis September kann ich aushalten. Geschweige denn, ich bin ja sowieso dann im Urlaub. Also, wenn ich... Ist das ja nicht schlimm. Ich weiß jetzt nur nicht, wann der Titel rauskommt. Ich guck mal eben. Dann machen wir das mal live. Aber auf jeden Fall freue ich mich sowieso darauf. Aber ob ich Destiny, der gefallene König, ausgiebig zocken werde, weiß ich nicht. Weil da ist Metal Gear bei mir erstmal im Vordergrund. Weil das bei Peace Walker auch so gedauert hat. Aber gucken wir mal, oder König der Besessenen hieß es? Oder wahrscheinlich. Gucken wir mal. Das weiß ich, kommt im September raus. Ah, haben die ja hier. So. Ja, am 15. September. Oh, geht doch. Habt da keinen Urlaub mehr. Aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Guck mal, welche. Guck ich mal, in welcher Schicht ich da arbeite. Ja, ist zwar jetzt eine doofe Schicht, aber spielt keine Rolle. Auf jeden Fall freue ich mich dann trotzdem tierisch drauf. Auch auf die neuen Waffen. Manche Waffen werden natürlich wieder downleveled, so nicht mehr so gehypt, aber gut, okay, kann man mit leben, ne? Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich total auf Destiny und mal gucken, wie das wird. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht sofort dann wieder ein DLC raushauen. Lasst das mal auf einen großen DLC und lasst mal die Leute da zocken. Für mich persönlich, dann habe ich eine Menge viel zu tun, weil ich muss ja auch noch Quota einiges machen. Ich muss dann noch, ja, ihr seht, hier mit den Wölfen machen, aber es geht. Level 34, wer weiß, vielleicht erreicht man jetzt ein bisschen schneller Level 34, wäre schon mal eine geile Sache. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Level das erhöht wird, 35, 36, mal gucken. Aber wenigstens erreiche ich ganz schnell 34. ja, weitere Highlights. Fand ich Quantum Break. Wurde der Charakter wohl so ein bisschen anders ausgetauscht, der Hauptcharakter. Aber Spielprinzip hat man ja gesehen, sieht auf jeden Fall fett aus. Ist ein Spiel, was mir tierisch gefallen wird. Mit dem Zeitanhalten, dass man das so ein bisschen in seinem Level dann anpassen kann. Natürlich auch, dass die Gegner, manche Gegner haben dann irgend so ein Gerät an, dass die Zeit dann nicht angehalten wird. Also bei denen im Feld herum. Kann definitiv was werden. Ich meine, das ist ja von Remedy gemacht. Wer das nicht kennt, das sind ja die, die Uncharted gemacht haben. Und ey, mal ganz ehrlich, wer Uncharted gut kann, der wird Quantum Break bestimmt nicht scheiße machen. Mal ganz ehrlich. Also, die haben sowieso immer gute Spiele gemacht und Uncharted ist ja wirklich das Ding. Muss ich mir unbedingt für die PS3 noch holen. Ja, ich weiß, shame on me. Aber wird definitiv eine fette Sache werden. Habe ich mir natürlich schon vorbestellt. Der Trailer sah schon gut aus. Quantum Break ist irgendwie das Ding, was man echt haben muss. Kann man natürlich auch auf der Gamescom natürlich sehen. Wie gesagt, kann leider nicht auf der Gamescom sein. Könnte zwar Wochenende, aber wenn man so vom Nachtdienst kommt, ist das ein bisschen doof. Geschweige denn, man weiß ja, wie es Samstag voll wird. Aber ich denke mal, nächstes Jahr werde ich es mir wahrscheinlich antun, dass ich höchstwahrscheinlich an einem Samstag hingehe und scheiß der Hund drauf, wenn es zu voll ist. Ne? Man muss ja mal dann halt in den sauren Apfel beißen. Ja. Weitere Highlights. Ja, wie gesagt, für Xbox habe ich so viel halt gesehen. Tomb Raider. Ja, Tomb Raider ist ziemlich cool. Ich habe auch den ersten, also diesen Reboot-Teil, den ersten Reboot-Teil gezockt. Gab es mal bei Xbox Live kostenlos für Goldmitglieder. Und ich finde es tierisch geil, muss ich echt ehrlich sagen. Ich finde es gut gemacht. Wie Lara Croft sich da so entwickelt von der ängstlichen Pute zu einer Badass Amazona-Vibe. Diesen
ich sag mal, diesen Status, den sie am Ende hatte, wird sie auch im neuesten Teil beibehalten. Und ja, wie soll ich das sagen? Wer den ersten Teil geliebt hat, diesen ersten Reboot-Teil, der wird den zweiten Teil definitiv lieben. Ich sah jetzt nicht auf Anhieb irgendwas ganz Neues, wobei ich das auch nicht schlimm finde, weil warum sollte man ein gutes Spielkonzept, was gut funktionierte, denn eigentlich umändern? Ne, das hat man so ein bisschen bei Assassin's Creed gesehen, fand ich jetzt bei Unity, ja, geht, war aber nicht so mein Ding, aber heißt jetzt nicht, dass ich das nicht gezockt habe, um Gottes Willen. Man muss ja auch den Mut haben, was Neues auszuprobieren, so ist es ja nicht, aber wie gesagt, ich muss... ein gutes Spielprinzip kann man beibehalten. Ja, Highlights hier, Forza fand ich auch tierisch geil. Bin ja nicht so ein Rennfan, aber Forza 6. Oh, Leute. Alter, zocktet. Zocktet wirklich. Wer auf Autorennspiele liebt, eine Xbox hat, das ist ein Pflichtkauf. Die Grafik allein, das mit dem Regeneffekt, war sowas von nice. Und wenn man da seine Autos da hat, und man hat ja auch viele Autos... Ich find's cool. Also Forza gehört wie Halo zu den Flaggschiffen von der Xbox. Muss man machen, muss man holen. Ich hab's natürlich mir vorbestellt. Also dieses Jahr, was an Games ankommt, da haben sie was richtig fett gemacht. Und gerade auch, kann ich jetzt nur für Xbox sprechen, weil die jetzt bei der Gamescom vor Ort waren, haben sie auch alles richtig gemacht, finde ich. Von der Pleite damals bei der E3 haben sie wirklich was zugelernt, und ich muss auch sagen, Phil Spencer ist ja nun mal eine geile Sau, wirklich eine coole Sau. Und ja, was er auch an den Highlights rausgebracht hat bei der Gamescom, hat er richtig gemacht als bei der E3. Aber gut. Ja, wie gesagt, das war so mein Highlight mit Tomb Raider. Ist auch ein nettes Game. Haben sie eine super schöne Demo gezeigt. Apropos Demo, wie gesagt, das haben sie auch bei Metal Gear Solid 5 gezeigt. Das Schönste ist, manche haben sich ja die Frage gestellt, da muss ich jetzt wieder auf Metal Gear zugreifen. Manche haben sich ja die Frage gestellt, was ist, wenn ihr auf einer Mission seid und irgendein Spieler random greift euch an? Das Schöne ist, mit eurem iDroid, was ihr ja besitzt, könnt ihr mitten in der Mission auch Anweisungen geben. Das heißt, ihr müsst nicht vor Ort sein. Habt ihr gute rekrutierte Soldaten, schaffen die es auch zur Not alleine. Also wenn ihr Soldaten gut habt, wenn ihr gute Maschinen habt, die nennen sie sich Gun Cyphers und weiß der Kuckuck, dann können sie es auch alleine gut schaffen. Also die haben gesagt, wer die gut gelevelt hat, braucht eigentlich nicht vor Ort da zu sein. Gut, halten wir mal so fest, nehmen wir das mal so. Finde ich gut, weil mich würde schon ankotzen, wenn man jedes Mal ein Level verlassen muss, um da den Feind da aufzuhalten. Was sie auch gezeigt haben, ihr habt euch vielleicht das mal gesehen mit dem Fulton-System, also mit diesem Ballon, ihr haftet das an und dann kommt so ein Ballon und dann fliegt er irgendwann hoch und dann ist er in eure Basis. Diesen Ballon kann man ja abschießen. Man kann den Ballon so upgraden, dass ihr ein Wurmloch dann habt, anstatt diesem Ballon. Ja, und dann kann, wenn ihr den einsetzt und euren... Sag ich mal, wenn ihr anstelle seid und jemanden infiltriert in einer feindlichen Basis, kann er da nichts mehr dagegen machen, haben sie gesagt. Fies? Vielleicht kann man dieses schwarze Loch aufhalten, denn, wie gesagt, wenn man den upgraded, also hohen Level hat, ja, dann ist das scheiße. Das ist dann echt scheiße. Sonst würde ich das eher so haben, wenn man diesen Wurmloch hat, dass er nur für sich eigen gilt. Also das heißt, wenn eure Basis angegriffen wird, dann setzt ihr diesen Wurm noch ein, damit ihr eure Soldaten noch schützt. Das ist okay. Wenn ihr vielleicht dann im Gegner seid, dann kennt ihr nichts anderes als den Fulton-System nutzt, damit der Gegner noch Chance hat, vielleicht sein Hab und Gut noch zu retten. Weil sonst wäre es echt mega fies. Aber so, man, noch nebenbei. Ja, Rare Replay wurde da, ne, kann man da nochmal zocken, war groß angeschrieben. Ich meine, ist er jetzt zwar draußen, aber warum nicht? Rare Replay ist ein hammergeiles Game. Vielleicht mache ich mal so als kleinen Special, dass ich euch mal ein paar Games mal zeige. Muss ich nur mal gucken. Mal testen, so ein bisschen. Rare Replay noch nicht hat. Ich würde sagen, bei den alten Games von Rare habt ihr noch die Möglichkeit, mit der Schultertaste LT, falls ihr stirbt, um es zurückzuspulen. Das ist schon mal geil. So ab Banjo, sag ich mal, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, so, wenn die N64-Games kommen, geht das nicht mehr. Schade eigentlich. Aber gut, wenigstens bei den ganz, ganz alten, harten, brockenschweren Games. Da muss man dann nicht jedes Mal wieder von vorne. Ist eine geile Sache. Ja, boah, die haben eine Menge da. Was habe ich da noch gesehen? Der Venom, der hat so ein paar Bilder gezeigt, wie gesagt, von Star Wars Battlefront,
mega geil. Er hat mir selbst gesagt, Junge, das musst du dir in deiner Einkaufsliste groß haben. Ja, hab ich. Star Wars Battlefront ist ein Game, was ich mich freue. Okay, man kann ja sagen, ist ja von EA, aber EA hat bei Dead Space ja auch nicht viel verkehrt gemacht und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, weil ich meine, Star Wars Battlefront ist ja für die Star Wars Fans ja wie die Bibel, ne? Also das sollte man nicht verkacken. Und ich denke mal, da gibt sich EA wirklich fett Mühe. Da bin ich da sehr gespannt drauf. Star Wars Battlefront natürlich auch vorbestellt. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob ich großartig bei Destiny zocken komme. Ey, wenn ich Star Wars Battlefront habe, dann zocke ich Star Wars Battlefront. Naja, mal ganz ehrlich, ne? Deswegen, ich weiß nicht. Natürlich ist bei mir oktobermäßig. Das kann ich auch natürlich sagen. Und dass man natürlich vor Ort schon testen kann. Finde ich doof, dass der Bolle das nicht testet. Der ist ja gerade auch vor Ort. Das steht nicht in seiner Testliste. Finde ich doof, aber vielleicht macht er es. Halo 5, da haben sie natürlich so einen schönen Multiplayer gezeigt, so das neue Warzone, haben sie ein bisschen gezeigt, dann einfach so ein paar PvP-Matches, so Capture the Flag und ja, ich habe lange nicht mehr Halo online gezockt, wirklich arschlange. Ja, da muss ich wieder reinkommen, ich muss da unbedingt wieder reinkommen, deswegen Destiny wird vielleicht etwas wieder bei mir zurückgeschränkt, es muss wieder Halo rein. Ich muss es wieder machen. Denn ich möchte Halo-Videos für euch aufnehmen, wo ich dann ein bisschen Multiplayer zocke. Ich bin echt am privat mal wieder am Zocken, mich ein bisschen vorzubereiten, weil ich will nicht so ganz ablosen, weil ich preise immer Halo ganz hoch. Und ich konnte es mal echt gut. Aber, na, ich werde ja auch immer älter, ne? Ich kann nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten, ne? Ja, ist so. Man merkt wirklich, mit der Zeit merkt man doch, wenn so ein 15-, 16-Jähriger da ist, ne, dann ist ja wirklich teilweise besser als selber. Irgendwann, desto älter man wird, ein bisschen ist mein Gamer-Hype von früher, wie ich das mit 16 hatte, doch ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, ich liebe immer noch Games. Würde ich einen Job in der Game-Branche haben, boah, wäre ich froh. Ganz ehrlich. Genauso so bei Giga war es damals mein großer Wunsch, bei Giga zu arbeiten. Und hätte ich heute die Möglichkeit, bei Giga zu arbeiten, ich würde es machen. Ich würde sogar nach Berlin ziehen, um für die zu arbeiten. Aber, ey, ich bin ja kein Redakteur. Und die wollen ja auch keine Pappnase. Die wollen natürlich Leute, die arbeiten, ne? Deshalb, würde ich die Chance haben, echt, wäre ziemlich geil. Giga war, ist auch heute noch mein Wunsch. Aber ich bin froh, dass es, wie gesagt, Let's Play gibt. Habe ich schon mal erwähnt. So kann man ja wenigstens, Let's Play-mäßig, sein Giga-Leben, sage ich mal, leben. Ja, ist wirklich so, weil das war ja von früher ein Let's Play. Ist ja eigentlich nichts anderes. Ja, wie gesagt, nochmal zurück zu Halo. Da haben sie super gezeigt, man kann man da jetzt da antesten. Kampagnenmäßig halten sie natürlich wie immer zurück. Und ich freue mich schon, Oktober ist es da. Oktober werde ich zocken. Ich liebe Oktober, ich liebe Halo. Und Let's Play wird es auch geben. Bolle und ich haben uns schon drüber unterhalten. Wir haben gesagt, Alter, ich werde mir Halo 5 holen, sagte er. Und, ja, wir werden studdeln. Das kann ich euch versprechen. Wir werden studdeln, wir werden zocken. Wir wollen es auch online wieder zocken. Ich bin gespannt mit der Geschichte von Master Chief und ich bin mal gespannt, allein die Kampagne, weil ihr spielt anscheinend, also man ist mit einem Squad unterwegs. Sowohl der Master Chief ist mit drei anderen Spartans unterwegs, genauso wie der gute Agent Locke. Ich denke mal, dass der Koop-Kampagnen-Kumpel einer der dreien spielt und der Leader der Koop-Kampagne wird natürlich Locke oder Master Chief zocken. Ja, ich finde es cool, dass Buck wieder da ist von ODST. Wird richtig nice. Für euch schon mal kann ich euch sagen, bald beginnt mein neues Halo Let's Play. Ich habe lange kein Halo gebraucht. Ich hoffe, es zieht, weil früher haben die, also bis jetzt haben meine Halo-Videos eigentlich gute Klicks gebracht. Ist ja immer bei mir meistens beliebt gewesen. Ich hoffe, dass es immer noch ist. Also die noch da sind, ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet, dass ich kein Halo mache. Aber hey, warum soll ich mein Flaggschiff direkt verbraten, ne? Deshalb, in meinem Urlaub, kann ich euch jetzt versprechen, gibt Halo. Aber was für ein Teil, wird noch nicht verraten. Es kommt noch ein Infovideo. Ja, wie gesagt, Halo 5. Absolut, da muss ich will es haben. Ich will es eigentlich jetzt schon zocken. Ich kann nicht anders. Ich will es. Was soll ich denn euch dazu sagen? Ich will es jetzt. Ich will es jetzt haben. Ja. Halo 5. Mega fett. Geil. Wie gesagt, da freue ich mich wirklich auf ein Multiplayer Session. Ich werde auch mal gucken, dass ich jetzt bei der
Master Chief Collection da war, wieder ein bisschen ein paar Online-Multiplayer-Videos da raushaue bei Halo. Ich denke mal, wird es euch auch gefallen. Ja, ein ganz großer weiterer Punkt, wenn wir schon bei Halo sind. Wie gesagt, Kampagne halten sich da zurück. Die haben da jetzt nur ein bisschen gezeigt vom Multiplayer. Sieht sehr gut aus, kann man gut zocken. Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Multiplayer, ja, ist eine richtig fette Erweiterung mit der Warzone-Geschichte. Aber, Kampagne hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber gut, auf jeden Fall haben sie dann angekündigt letzten Endes, das habt ihr auch gesehen, mit Halo Wars 2, also ein langes Spiel, was auf sich gewartet hat und lange gewünscht hat. Und ich habe es mal in meinem Halo 2 Video schon mal erwähnt, also in der letzten Folge, glaube ich, war das, ob wir ein Halo Wars 2 bekommen. Ja, ich habe es da spekuliert, ich habe es da geahnt, ich habe es da, wenn man jetzt ganz böse ist, gewusst. Wirklich, ich habe es einfach nur gewusst. Ich wusste es, es wird ein Game kommen. Und jetzt haben sie es endlich. Ich freue mich richtig fett auf Halo Wars 2. Ey, meine Geschichte muss weitergehen. Ja, genau, ich habe sie genannt. Halo Wars 2 möglich. Also, ne? Es ist möglich, Halo Wars 2 bekommen wir. Trailer, die haben so einen kleinen Cinematic-Trailer gezeigt. Und schön, dass im Vordergrund anscheinend die Bloods sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Geschichte weitergeht mit der Crew vom ersten Teil, ne, mit Captain Cutter und der Professor Anderson. Ja, wer müsste eigentlich theoretisch, weil es sind ja noch drei Spartans da an Bord gewesen, leider ist ja der gute Sergeant ja da tot. Aber da sind die Broods anscheinend jetzt im Vordergrund, weil da war ein Brood-Häuptling. Die waren zwar auch da, die Broods. In Halo Wars, aber natürlich waren da die Eliten der Gebiete da im Vordergrund. Mal gucken, wie es da weitergeht, ob das da die Geschichte weitergeht und in welchem Zeit das ansiedelt, weil ich glaube, der erste war ungefähr so im Jahre 2525, also da, wo der Krieg so ungefähr begann, oder 35. Zurück zur Luftschleuse. Ja. Ist schon nice. Bin mal gespannt. Ich denke mal, also die wollen das nächstes Jahr 2016 rausbringen. Natürlich wieder so weihnachtsgeschäftsmäßig. Keine schlechte Idee. Natürlich nicht. Warum sollte man da irgendwie was machen, wenn man das schon so immer hatte? Man hatte meistens Weihnachtsgeschäft. Aber ich bin ja gespannt, nächstes Jahr E3, denke ich mal, werden wir richtig fette Infos dazu bekommen zu Halo Wars 2. Wahrscheinlich auch bewegte Gameplay-Bilder. Und das Schöne ist, das freut mich wirklich für die PCler. Und ich finde es gut, dass Microsoft da jetzt wirklich... Also wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir hätten eigentlich schon längst sein müssen, dass man PC und Konsole wirklich fest miteinander verbindet, weil schließlich ist die Konsole mehr oder weniger wirklich nur ein Rechner. Und das finde ich richtig nice. Muss auch so sein. Ja, finde ich gut, dass Halo Wars 2 auf dem PC rauskommt. Eigentlich könnte man langsam auch eine andere Halo-Teile mal auf dem PC rausbringen. Weil das letzte Game war ja wirklich nur Halo 2. Ich finde die Fans aber so cool, wenn man so sieht, es gibt noch weitere Mods und sonstiges, selber Leute, die was basteln. Nice, wirklich gute Leute. Finde ich gut, also wie man sehr Halo noch liebt, obwohl das nur auf Konsole ist. Ja, ich habe da jetzt nicht große Highlights. Also wie gesagt, das sind meine Highlights auf der Gamescom. Wie gesagt, der Venom ist da jetzt noch vor Ort, der wird da natürlich so andere Sachen gucken. Er war ja schon im Retro-Bereich da. Da gibt es natürlich für ihn sehr viel zu sehen. Okay, jetzt nicht so viel an sich. Ich meine, die ganzen Retro-Zeug kennen wir natürlich schon aus von Oberhausen, also sprich der Retro-Börsen Oberhausen, was gibt's noch? Rosenheim, Bochum. Da ist die Gamescom. Ist schön, dass die Gamescom sowas anbietet. Genauso wie das Pac-Man-Brettspiel. Aber gab es auch schon eine Retro-Börse zu sehen. Also für uns. Oder für ihn, der jetzt leider, also der jetzt leider, sag ich schon, tut mir leid, Venom, das war nicht jetzt leider gemeint, der jetzt vor Ort ist, leider ohne mich. Ist das nichts Neues, aber immer wieder cool. Finde ich nice, finde ich nice. Mal gucken, der Venom, den kenne ich ja ganz gut, ich weiß ja, wie er ist.
Leider bin ich dann nicht zu Hause, wenn er zu Hause ist. Er macht dann ein Video zu Gamescom fertig. Ich würde gerne mit ihm dann drüber podcasten. Dann können wir uns das Video reinziehen und würde dann drüber labern. Wäre ja nice. Ja, er wird euch natürlich ein Video präsentieren. Also, wenn Mr. Venom noch nicht kennt, guckt mal in der Videobeschreibung, beziehungsweise, ja, in der Videobeschreibung habe ich ihn da rein, aber sonst guckt auf meinen Kanal, in empfohlenen Kanälen ist er ganz weit oben mit der Web-WG, also den werde ich da verlinken, dann könnt ihr mal grüßen, den guten Venom, den Retro-Gronk natürlich. Leute, das wird nice, kann ich euch sagen, wird nice, der wird viele, viele Bilder haben, ich kenne den Jungen, der wird viele gute Aufnahmen haben. Natürlich muss man bedenken, dass in der Gamescom nicht jeder Hanse-Panse aufnehmen kann, wie er lustig ist, ne? Ja. Das sollte man sich merken. Aber gut. Muss man ja ein bisschen erwähnen, ne? Ich finde es, wie gesagt, nice. Schade, dass ich dieses Jahr nicht da bin. Ich hatte mir mal überlegt, Samstag hinzugehen, aber es würde mir zu viel sein, weil ich stehe auch noch kurz vorm Urlaub. Das würde einfach zu viel Stress geben. Das kann ich. Deswegen, da sind Priorität Urlaub leider erstmal wichtiger als die Gamescom. Ja, da muss ich gucken. Nächstes Jahr fett vorgenommen. Wenn es nicht in der Woche klappt, ich versuche es in der Woche, gehe ich am Wochenende definitiv hin. Und wenn es voll ist, ja Pech. Und wenn keine Highlights mehr da sind, scheißegal. Hauptsache, ich war mal auf der Gamescom. Ist nun mal so. Da muss ich mir wirklich setzen. Hauptsache, einmal eine Gamescom gewesen zu sein. Und wenn da kein YouTube-Star, sonstiges, ich muss die auch nicht wirklich sehen. Ich meine, schön, wenn man die sieht, aber mal ganz ehrlich. Ich meine, die könnten mich auch mal zu Gamescom einladen. Wäre mal nett. Ich meine, ich mache hier auch noch YouTube. Nein, wäre schön, aber nee. Ja, auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr da rumrennen, werde ich natürlich auch ein Video daraus machen. Mal wie der Hanse-Panse da hinten auch. Werde ich mit der Kamera rumlaufen, scheißegal, irgendwas. Und dann werde ich mir als Tradition machen, dass ich dann irgendwie gucke, wenn ich nicht in der Woche kann, werde ich mir festsetzen, jedes Jahr gehe ich dann halt an einem Samstag hin. Scheiß der Hund drauf. Dann ist es halt so. Ja, so ist es, so bis jetzt. Sonst habe ich nichts zu sagen. Ansonsten mal gucken, vielleicht wenn ich meine Frühschichttag habe, dann werde ich mal wahrscheinlich dann doch in der Woche mal fahren. Und selbst wenn ich dann erst um 5 Uhr da bin, scheiß der Hund drauf. Auch wenn es nur, ich weiß nicht, wie lange die aufhaben, bis 8 Uhr, scheißegal. Da renne ich einmal um. Nein, so also, übertrieben muss ich ja nicht sein. Nee, aber, werde ich mich freuen. Jo. Wäre nice. Wäre cool. Freue ich mich dann. Ganz ehrlich, freue ich mich dann richtig drauf. Ich will zu Gamescom. Und das dann nächstes Jahr. Ja, aber wie gesagt, die Highlights sind groß. World of Tanks ist auch rot geschrieben. Ich weiß nicht, ob einer von euch World of Tanks zockt, aber jo. Ist auch ziemlich beliebt. Auf der Konsole, auf dem PC. Ich meine, ist ja jetzt nichts Neues, aber ich finde es cool, wie die sich von einer kleinen Mache aus, da war ich noch in der Ausbildung, als ich von erstmal von denen gehört habe, wie sie ganz klein aus, dann immer von einem kleinen Mini-Stand und jetzt haben die richtig groß Werbung, World of Tanks. Wirklich ganz, ganz fett groß. Was soll ich da sagen? Ist fett. Ist wirklich fett. Da freue ich mich tierisch drauf. Das World of Tanks, richtig großes. Blizzard natürlich auch mit ganz großer, ja, Werbung für World of Warcraft, ist ja klar. Ich meine, hey, World of Warcraft, ne, läuft ja immer noch wie geschnitten Brot. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. So, ich finde den Hype darum richtig nice. So muss das sein. Ne, also Spieler-Highlights ganz groß. Wie gesagt, meine ersten Videos habe ich ein paar Spieler-Highlights gesagt, aber hier ist es jetzt noch ein bisschen mehr, weil man jetzt live schon jetzt Bilder gesehen hat. Deswegen, am Mittwoch habe ich ja schon mich rausgebracht, aber jetzt, da man da giga viele Videos zeigt, kann man ein bisschen sehen, ne, vor Ort die Kollegen, freue ich mich tierisch. Deswegen, das ist so der Teil 2 der Spieler-Highlights. Ach, ich finde es cool. Ich finde es cool. Mal gucken, wie es wird. Wie gesagt, vielleicht, wer von euch da war, schreibt das nochmal in den Kommentaren. Wer von euch war denn eigentlich schon mit den Gamescom? Am besten in welchem Jahr und was waren damals so die Highlights? Also wenn ihr euch noch zurückerinnern könnt, worauf wo seid ihr spezifisch hingegangen? Was habt ihr gesehen? Oder von mir aus, ihr müsst nicht gezockt haben. Schön wäre es natürlich, wenn ihr mir sagen könnt, was ihr gezockt habt. Aber Hauptsache, irgendwelche Berichte werden ziemlich nice. Schreibt es in der Kommentarenbox da rein. Dafür ist es da.
weil für einer, der noch nie da war wie Icke, ich meine, es gibt jetzt, seit wann gibt es die, seit 8 Jahren da oder so? Ich war nie da. Ne, das ist leider doof. Am Anfang, glaube ich, war es nicht in den Sommerferien oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann war damals bei mir die Schulzeit. Ne, wir nehmen da Ausbildung an, so Blockunterricht und so ein Scheiß. Toll, ne? Ja, was willst du machen? Bäh, kotzen. Aber gut, dafür habe ich mir vorgenommen, wirklich jetzt jedes Jahr. Weil ich habe schon mir schon wieder ausgerechnet, wenn ich, wann, ich habe mir angeguckt, wann nächstes Jahr die Gamescom ist. Und da habe ich schon wieder Nachtdienst. Habe ich keinen Bock. Deswegen, wenn ich Nachtdienst mache, dann gehe ich halt dann Samstag hin. Penne ich dann im Auto, fährt meine Freundin. Penne ich im Auto, scheiß der Hund drauf. Soll sie mich um 6 Uhr morgens dann abholen, dann fahren wir direkt dahin, stehen wir da, ist mir doch egal. Es war dann ein bisschen lang, ne? Aber scheißegal, dann kampieren wir da. Ja. Ich freue mich. So, war das jetzt die letzte Runde? Ne, müsste noch eine Runde kommen, sehe ich jetzt gerade. Dann müssen wir ein bisschen wieder auf Destiny eingehen. Destiny. Ja. Ich meine, wird schon geil. Die verteilen auch übrigens Shader umsonst, aber die werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Der Ultra sagte, oh, da haben mich schon viele Leute gefragt. Ist mir egal, ich bin dein bester Kumpel, andere sind doof. Ja, ehrlich. Nein. Der hat mir immer noch nicht die Karte zu Phantom Pain gegeben. Der Sack. Aber gut. Ist halt so. Der hatte eine Karte von Gamescom letztes Jahr mit irgendwas mit Phantom Pain. Hab ich nicht. Danke, Bolle. Ja, mal kicken. Wie das dann da abläuft. Ja, wieder dieses Jahr Metal Gear. Ach Gott, ich möchte es zocken. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin ja auch momentan, weil ich ja so viele Bilder gesehen habe, wieder in so eine Laune Peace Walker zu zocken. Und ja, Destiny bin ich dabei, halt mich noch ein bisschen zu bessern, mich leicht vorzubereiten für neuen DLC. Muss ich mir übrigens noch runterladen, habe ich noch nicht gemacht. Ich meine, 60 Tacken mal eben, ne? Also 40 kostet DLC plus 20 nochmal so diese Bonuswaffen. Ist jetzt nicht gerade günstig, ne? Aber ja. Aber es sind ja noch ungefähr 26 Tage bis Metal Gear, sehe ich gerade. Destiny hat noch ein bisschen länger. Also ein bisschen. September geht er doch. Da kann man ja auch nichts machen, ne? Ist doch alles easy. Ja, Gears of War, stimmt. Gears of War 4. Da haben wir nochmal ein Highlight, was mir so einfällt. Gears of War 4. Werden wir natürlich in Deutschland nicht haben. Und ich habe mich angekotzt. Ich habe leider nicht mehr Gears of War 1 auf meiner Xbox. Denn es war mal ein Tag, da hatten sie es mal aus, irgendwie aus dem Index. Keine Ahnung, war zum Kauf auf Xbox. Ja, und ich habe gedacht, es bleibt jetzt. Ich wusste ja nicht, dass das ein Fehler war. Ja, jetzt habe ich das auf meiner Platte. Und habe damals Gears of War 1 gelöscht, weil ich mir dachte, oh, hast du ja durchgezockt. Kannst du mal später mal runterladen, wenn du willst. Ja, Hustepiepe. Haben sie gesperrt. Ich habe noch zum Glück noch Gears of War 2 auf der Platte. Bei der 360. Aber der will ein Update. Dass ich ein Update mache für Gears of War 2. Ich glaube, ich glaube, wenn ich da jetzt ein Update mache, ist das Ding dann dicht. Weil es ja auf dem Index ist. Hustepiepe, ich bin nicht blöd. Ich mach dieses scheiß Update nicht. Wenn ich Gears of War zocke, zocke ich so Gears of War 2. Gears of War 1 kann ich ja nicht mehr. Aber ich bin nicht blöd. Ich freue mich deswegen aber ganz hardcore-mäßig auf Gears of War 4. Also, apropos, damit wir eben ganz schnell auf Destiny wegen dieser Mission. Er macht so eine bestimmte Wutattacke. Seht ihr, Uruks Wut zerstreut sich. Das heißt, da muss man in der Luft bleiben. Weil der Boden wird dann mit irgendwelcher Energie und man stirbt. Ihr seht, ich sterbe aber ganz schnell, weil ich Level 32 bin. Weil meine beiden Kollegen Level 34 sind, ja, habe ich die große Arschkarte. Nur mal so nebenbei. Deswegen achten sie nicht so ganz auf mich, so teilweise. Ist ja nicht schlimm. Ja, wie gesagt, Gears of War 4 haben sie nicht viele Bilder gezeigt. Aber ich bin ich hardcore drauf, ganz ehrlich. Ich will das Game haben irgendwie. Vielleicht bestelle ich es mir irgendwie aus England oder aus Österreich. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, wenn es in Deutschland halt nicht geht. Ich meine, ihr seid ja richtig geil. Ich meine, Mortal Kombat aus dem Index, ich meine, das ist ja schon mal eine Revolution. Sage ich ja nicht. Ja, da sterbe ich schon, war klar. Ist ja schon eine Revolution. Aber
Ihr könnt ja auch mal Dying Light aufnehmen. Was fangt doch mal mit Gears of War an. Ey, es gibt Gears of War, wir hatten nur einmal Teil 3, weil der einmal nicht auf dem Index landete. Und der vierte Teil wird wahrscheinlich landen. Dann kriege ich eine Hasskappe. Genauso wie Dead Island 2. Ich meine, Dead Island 2 wird jetzt weitergemacht. Jäger, glaube ich, war das. Die haben ja damit aufgehört. Die waren jetzt nicht mehr, im Bohr, also mit dabei. Bei Koch Media, glaube ich. Und ja, jetzt ist eine andere Firma dran und deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe immer noch in meiner Liste Dead Island 2. Bin mal gespannt. Ich will es haben. Ganz ehrlich, ich will Dead Island 2 haben. Dead Island 1 habe ich ja leider nie gezockt, aber ich kann hier auch jetzt nicht. Außer wenn ich mir das irgendwo bestelle. Aber bin mal gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, Gears of War 4 haben wir einmal einen ganz kurzen Trailer gesehen, aber sonst nichts. Gut. Nicht schlimm. Gears of War 4 wird trotzdem berührt. Also, ein verdammt geiles Game. So, der Hayopai greift mich ja wieder. Ich sterbe hier nur am laufenden Band, aber das merkt ihr ja schon. Dann guck schon mal bei den anderen rein. Ja, Gamescom dieses Jahr, glaube ich, fetter als letztes Jahr. Definitiv. Ja, Sony, ihr wisst ja, Sony nicht vor Ort. Die konzentrieren sich irgendwie jetzt auf Frankreich. Da gibt es in Paris, glaube ich, eine Gaming-Show-Messe. Ja. Okay, dann macht das Sony. Gamescom hättet ihr machen müssen. Wäre vielleicht besser gewesen. Bei Nintendo kann ich das verstehen, die waren jetzt nicht da. Okay, soll jetzt nicht heißen, dass es nichts von Nintendo gibt. Nintendo kann man da zocken, um Gottes Willen. Aber die haben da jetzt keine PK oder sowas. Sony hat da auch keine PK. Ist vielleicht ein bisschen doof. Deswegen sag ich ja, weiß ich schon mal, wer in der Gamescom bei den großen drei gewonnen hat. Ja. Lustig. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Wie gesagt, schreibt mal eure Highlights drauf. Wenn ihr von mir aus auf euch Uncharted freut, schreibt Uncharted drauf, weil Uncharted muss ich mir noch holen. Gibt eine Menge fette Games, die auf jeden Fall da ansiedeln und deswegen finde ich gut. Bin ich mal gespannt, in welcher Richtung das noch sich entwickelt. Ob es so weiter gut läuft. Wie es dann mit Nintendo weitergeht, ob die dann eine große PK mal machen, weil, ja gut, die haben ja das Problem, ne, seit Iwata tot ist, haben die da erstmal andere Probleme, dass sie sich auf andere Sachen konzentrieren, logisch. Ja. Aber, Edward, bin ich fest davon überzeugt. Ja, und ich glaube, der ist jetzt down, ne? Der müsste gleich down sein. Schade, ich hätte ihn vielleicht niederringen können. Ja, ich wollte mich. Ja, er ist tot. Und haben wir den jetzt geschafft? Dann ist er jetzt eigentlich Level 34er fertig. Wurden ausgeschaltet. Ihr nicht. Jo. Nice. Also auf jeden Fall haben wir das geschafft. Ja. 2 Kills. Zieht euch zur Luftschleuse. Ja, aber was soll ich da machen? Ich habe da nur konzentriert, mich da zu überleben, weil. Ja. Wir neigen uns jetzt am Ende zu. Ja, es ist so ein ungefähr 40-minütiges Video. Warum nicht? Ist aber übrigens nicht mein längstes. Mein längstes war von Ghost Recon, weil die Credits arschlange waren. Ja, wie gesagt, das waren meine Spiele-Highlights. Also meine persönlichen, was ich so gut fand, was ich auch erfahren habe durch den guten Mr. Venom. Grüße nochmal an der Stelle. Also du wirst hier öfters gegrüßt, das glaubst du gar nicht. Ja, und wie gesagt, schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr da wart. Auf der Gamescom, am besten auch mit dem Jahr, für mich ist auch Tag 1 von Gamescom. Oder vielleicht auf der Games Convention, nehme ich auch gerne, warum nicht, die gute alte Games Convention in Leipzig. Ansonsten schreibt mir auch eure Highlights mal rein, was ihr so geil fand, ne, also schreibt einfach rein, scheißegal was für ein Game, von mir aus irgendwelche Indie-Games sind auch toll. Schreibt es mal rein, ich würde mich freuen. Und endlich mein ätherisches Licht. endlich. Ja, wie gesagt, schreibt es rein, macht mich glücklich, schreibt irgendwas rein, Gamescom, ob der auch dahin fährt dieses Jahr, von mir aus Samstag, Wochenende, scheißegal. Würde mich fettmäßig interessieren. Ja, wie gesagt, das war Level 34, es gibt noch Level 35er Arena, das kann ich aber noch nicht machen, dafür bin ich noch viel zu schwach, also nicht zu empfehlen. So, ich bahne ein bisschen Geld. Wie gesagt, ich gehe, das war's arenamäßig und ja, ein Infovideo wird nächste Woche kommen, seid gespannt und ich mache an der Stelle Schluss und alle, die auf der Gamescom sind, viel Spaß. Euer Alpha Chief ist weg und tschüss.